Was geht ab, Freunde? Herzlich willkommen zum nächsten House of Ashes Let's Play hier auf Feel Gaming TV. Ja, Leute, ich bin wieder da. 5 Tage war ich weg. Und es war die Hölle. Ich bin durch die Hölle gegangen. Ich sag euch so, wie es ist. Ich habe eine sehr, sehr schlimme Grippe. Eine Mittelohrentzündung dazu. Mir geht es jetzt minimal schon besser. Aber ich konnte das nicht einfach auf mich sitzen lassen, hier 5 Tage nur im Bett zu liegen, nichts zu machen. Ich habe mich versucht auszuruhen, aber es war einfach so eine Qual, Leute. Das könnt ihr euch gar nicht vorstellen. Ich konnte gar nicht aus dem Bett raus, ich konnte nichts machen. Und ja, ich habe Pech gehabt. Ich habe mich irgendwo angesteckt, mir einen schlimmen Virus zugefangen. Aber mir geht es auf jeden Fall schon ein bisschen besser. Und danke auch an alle, die mir gute Besserungswünsche geschrieben haben, die sich bei mir gemeldet haben. Ist natürlich alles sehr bitter. Ich nehme auch Antibiotikum zurzeit. Das heißt, morgen, beziehungsweise am 11.11. habe ich ja Geburtstag. Vielleicht habe ich ja auch gerade schon Geburtstag, wenn ihr dieses Video seht. Und ich kann meinen Geburtstag nicht feiern mit meinen Freunden. Ich kann am Wochenende nichts machen. Ja, Geburtstag dieses Jahr gelaufen für mich leider. Was soll man machen? Leider Pech gehabt, ne? Aber das Leben geht weiter, Freunde. Und ich hoffe, dass es mir die Tage noch besser gehen wird. Weil jetzt gerade aktuell merkt ihr ja, ich bin noch angeschlagen, aber ihr hättet mich mal die Tage davor sehen sollen, da ging es absolut nicht. Deswegen habe ich auch hier alles auf Eis gelegt, auf dem Kanal, es sind keine Streams gekommen. Aber ja, heute geht's weiter und ich hoffe, ihr habt Bock, Leute. Wir haben das letzte Mal nämlich hier aufgehört, wo wir zusammen mit Salim und dem einen in dieser Grube unten waren. Und genau an dieser Stelle werden wir jetzt weitermachen. Lasst einen Daumen nach oben da und eine Sache bezüglich GTA-Trilogie, das werde ich, denke ich, erst ab nächster Woche starten, wenn es mir wieder richtig gut geht, weil so angeschlagen möchte ich das nicht starten, das GTA-Let's Play. Und wir wollen ja auch erstmal, würde ich sagen, in Ruhe House of Ashes zu Ende bekommen. Und danach, weiß ich nicht, vielleicht mache ich noch die Call of Duty-Kampagne und dann erst GTA. Wir gucken einfach mal ganz spontan, Freunde. Aber auf jeden Fall, ich bin wieder da. Lasst einen Daumen nach oben auf dieses Video da, Freunde. Kuss geht raus. 11.11. Geburtstag, ich werde 27. Und ja, wir starten rein. Let's go. Nächste Folge. Da sind wir. Salim Abdulaziz Al-Shiri. Puh, Junge, das letzte Let's Play habe ich letzte Woche Freitag aufgenommen, ne? Und ab Samstag lag ich einfach ist flach. Ist wohl eine Krankenstation. Ja, da hätte ich auch hingemusst. Könnte nützlich sein. Was? Das ist aber auch wieder so ein Zufall, ne? Dass der Let's Play endet an einer Krankenstation. Also die letzte Folge hat genau hier geendet. Und jetzt, ja, musste ich einfach selber zur Krankenstation. Scheiße. Wenn du 60 Jahre altes Dynamit einpacken willst... Dann bitte. Ja, genau hier an dieser Stelle haben wir aufgehört, Freunde. Und jetzt machen wir weiter. Ich weiß noch nicht, ob ich die Folge heute komplett 30 Minuten halten werde. Das weiß ich noch nicht. Immer wenn du was Kluges sagst, sagst du gleich danach was Dummes. Oha, was ist das denn? Ach, geil. Guck mich nicht so an, Alter. Junge, ich krieg hier noch einen... Panikzustand. Ja, Resident Evil haben auch einige gefragt, wann es da weitergeht, Freunde. Ja, jetzt kann ich mir gar keinen Fall antun, gerade mit den Kopfschmerzen, die ich habe und alles. So. Also mal für alle, ich weiß nicht, Influenza-Grippe oder sowas heißt, ich weiß nicht. Aber auf jeden Fall meint der Arzt, es ist sehr, sehr schlimm. Es hat sehr, sehr schlimm erwischt. Und es erwischt gerade sehr, sehr viele Leute. Deshalb passt auf, mit wem ihr euch trifft draußen, dass ihr euch gut warm hält und alles, ganz wichtig. Im Lager herrscht Chaos. Arbeiter werden vermisst und Lady Bradshaw... Aber ich kann es mir schon denken. Sie sehnt sich nach demselben Schicksal, dem auch sie möchte, unerlässlich. Ah, jetzt kommt wieder. 1. Januar 1947. 1 Uhr. Der Saboteur hat wieder zugeschlagen und uns hier eingeschlossen. Der Saboteur. Wir sind gefangen mit diesen Kreaturen. Ihr Kreischen ertönt von überall her aus der Dunkelheit. Crow hat sein Maschinengewehr geladen und zielt in Richtung der Katakomben. Mary hatte recht. Wir können das, was nicht lebt, nicht bekämpfen. Uns bleibt nur noch eine Wahl. Wir müssen den gesamten verdammten Tempel über ihn einstürzen lassen, auch wenn das bedeutet, dass wir mit ihnen hier begraben werden. Sie dürfen nicht von hier entkommen. Das wäre auch geil. Stell dir vor, die entkommen, dann geht's auf einmal draußen weiter, so Open-World-Game. Ach, keine Ahnung, Digga. Ach, hätte man gut ausbauen können. Aber da sind die ja nicht so drauf ausgelegt, die Macher von den ganzen Spielen hier. The Dark Pictures Anthology. Sondern die wollen hier
ihrem Prinzip treu bleiben, was ich auch vollkommen verstehen kann. Ich finde das Prinzip auch geil. Amena, Alter, was ist das denn hier? Auf einmal kommen hier diese WhatsApp-Geräusche. Lasst mich doch mal in Ruhe. Hallo, ich bin am Aufnehmen. So. Okay. Da geht's weiter. Okay, ich glaube, da, wo diese Pfeiler, es heißt verlassen. Okay. Okay, gut. Das heißt, wir sollten uns hier lieber nochmal in Ruhe umgucken. Was haben wir da? Ah, sind die wieder mit den Riesenpenissen. Autopsienotizen. Große Mengen Blut im Magen. Analyse der Blutprobe zeigt hohe Adrenalindichte. Ernährt sich der Organismus von Angst? Jagt Opfer Angst ein. Adrenalin wird ausgeschüttet. Angriffe. Was eine Krankenstation. Okay, das haben wir alles gesehen. Da geht's raus. Hier waren wir auch noch nicht drin, ne? Mach mal lieber deine komische Taschenlampe da an. Oder dein Feuerzeug. Hier ist auch nichts. Wie gesagt, immer in Spielen zu zweit ist immer ein ganz anderes Feeling. Also wie gesagt, GTA werde ich erst die Tage, denke ich mal, bringen, wenn es mir wieder besser geht, Freunde. Weil da wollen wir auch komplett mit guter Laune reingehen und ja, da werden wir eh wieder Pech haben. Deswegen. Eigentlich kommt es ja jetzt gleich schon raus in 4 Stunden am 11.11. Aber das kann ich leider nicht so in dem Zustand zocken. Das wäre kacke. Was ist das denn, Bruder? Ein schwarzer Onyx mit einem daraufklebenden Schild zum Katalogisieren. Bei den antiken Völkern symbolisierte schwarzer Onyx eine Sonnenfinsternis. Ja, sieht wertvoll aus. Nimm mal mit, hallo! Der will das da liegen lassen, Alter. Eine Rille will ich mir sofort einstecken, das Teil. Was haben wir jetzt hier? Gucken wir uns das noch an. Dann haben wir eigentlich alles hier angeguckt, was hier ist. Junge, hier sind wieder irgendwelche Diagramme, alles Geheimnis gefunden. Diese Notizen beschreiben, wie in den letzten Stunden der infizierten Mary Hotscon ein parasitärer Organismus in ihr heranwuchs. Ach so, da wurde es beschrieben, okay. Krank, pulsgefährlich, Patienten meist bewusstlos, wacht gelegentlich auf und schreit, schwitzt weiterhin krankhaft, Salzversorgung niedrig. So habe ich mich auch gefühlt, Leute, die letzten Tage. Ich war wirklich 4 Tage im Bett. Ich war kein einziges Mal in diesem Zimmer hier gewesen. Ich bin heute das erste Mal wieder in diesem Zimmer gewesen, ne? Ist ja Wahnsinn. Da hat man wieder echt gemerkt, wie gut es einem geht, wenn man gesund ist, ne? Und das weiß man manchmal echt nicht mehr so zu schätzen, weil man ist ja eigentlich mehr gesund als krank, keine Frage. Also in den meisten Fällen ist es so zum Glück. Aber wenn du dann einmal richtig krank bist, dann denkst du dir, boah, wie scheiße ist das eigentlich, krank zu sein, Alter. Das ist wirklich der Wahnsinn. Okay. Höhlen. Was immer da unten ist, die Forscher waren zuerst da. Warte mal kurz. Was machst du da? Denkst du, sie leben noch? Das lässt hoffen. Die Hoffnung stirbt zuletzt. Guck jetzt von hinten wieder, so eine Finger. Wo sind wir denn hier, Alter? In welchen Höhlen? Oder noch weiter runter. Ja, geht doch noch weiter runter. Gehen die bald, sind die am Erdkern angekommen. Was ein wunderschöner Wasserfall. Trinkt doch mal Wasser. Hallo, habt ihr keinen Durst? Wir müssten doch voll den Durst haben, oder nicht? Sanjiro Madayoto. Wer müsste deine Familie? Deine Frau? Ah, das ist all. Da ist also verheiratet. Jetzt willst du reden. Du hast also verheiratet. Da kennt man jemanden all die Jahre und kennt ihn doch nicht. Ich wusste nicht, dass er verheiratet ist. Ist das das Arschloch von vorhin? Er hat es nicht geschafft. Ist okay für mich. Ein Bösewicht weniger. Es kommt der Tag, an dem du dein Verhalten bereuen wirst. Ich bereue nichts. Jetzt kommt dazu wieder zurückgeworfen. Das sieht aber krass aus mit dem Hintergrund da, ne? Voll die geile Höhle, Alter. Junge, was ist das für eine Höhle der Löwen hier? Wahnsinn. Die Katakomben.
Es ist ganz schön kalt und dunkel hier. Ich darf nicht zu laut reden, Leute. Ich muss meine Stimme ganz ein bisschen schöne schauen. Wundertüte hier. Ja, wie in der Weekend League. Digga, was ist das denn, Bruder? Werden die hier produziert, die Teile, oder was? Was hältst du davon? Was ist das denn jetzt? So was habe ich noch nie gesehen. Oh, voll beleuchtet alles hier und sowas. Sieht einfach aus wie Halloween hier, ey. Siehst du das Aufzugskabel? Sie müssen runtergegangen sein. Aber wohl nicht mehr nach oben. Ja, wie soll man da auch wieder hochkommen, Bruder? Die Seilwinde sieht gut aus. Oh, scheiße, falscher Knopf. Nein. Nein? Wir gehen da nicht runter. Die Archäologen saßen da fest. Was sagt ihr das? Wir sind keine Archäologen? Unsere Welt ist da oben und nicht da unten. Tja, eine Monsterarmee steht zwischen uns und da oben. Ach du Scheiße. Sie kommen. Stattdessen. Du spinnst. Die Vampire kommen garantiert von da unten. Willst du sie auf ihrem Boden bekämpfen? Das habe ich, seit ich in diesem Land angekommen bin. Bring den Aufzug zum Laufen. Ich bin mal gespannt, was da unten abgeht, Alter. Was ein Aufzug. Bestimmt sicher, Alter. Würde ich da runterfahren nach 100 Jahren. Oh oh. Wie die Klicker von Last of Us. Da muss ich aber ganz schnell da reingehen. Bruder, was ein Aufzug, Alter. Aufzug der Hölle. Boah, jetzt geht's einfach komplett runter. Die müssen das Ding nur abbeißen, dann ist ein vorbei. Ein uraltes Grauen wurde aus seinem Schlaf erweckt und giert jetzt nach Blut. Wie viele die Schatten wohl verschlungen haben. Hoffen wir mal, dass Sergeant K. nichts Bedauerliches ereilt hat. Wen der Abgrund verschlingt, kann selten davon berichten. Und Jason und Salim, Erzfeinde, die das Kriegsbeil nicht begraben können. Außer das Beil ist im Rücken vergraben. Ich möchte ja kein schlechter Gastgeber sein, aber die Zeit arbeitet gegen uns. Ich warte dann hier, um ihre geretteten Schützlinge zu begrüßen oder um ihre Überreste zu vergraben. Okay, auf jeden Fall waren da noch alle fünf Was? Oha. Was geht denn jetzt ab, Bruder? Wo sind wir denn jetzt? Was ist denn jetzt los, Bruder? Hab ich was verpasst? 3 Jahre zuvor. Okay. Hier, fang. Ah. Echt. Fertig. Wir sind in der tiefsten Provinz. Was hast du erwartet? Melonenkaviar? Nicht gerade die tollsten Flitterwochen, oder? Ich erinnere mich daran, dass ein bestimmter jemand Eisklettern wollte. Eisklettern ist entspannend. Was ist los? Der Kerl, der mich bedient hat, er hat mich so komisch angeschaut. Ah, der kriegt wohl hier draußen nicht allzu oft eine Frau wie dich zu sehen. Und noch frisch geduscht. Ach. Er hat schräges Zeug erzählt. Was denn? Ach, nichts. Fahren wir. Komm, erzähl's mir. Er sagte, dass ich nie wieder so glücklich sein würde wie jetzt. Was soll das denn? Das glaubst du nicht, oder? Natürlich nicht. Du weißt alles, was ich will. Rage.
ist, dich glücklich zu sehen. Egal, wo wir sind und was wir durchmachen, ich bringe dich immer zum Lächeln. Siehst du? Du lächelst. Nächstes Mal pfeif nach mir und ich komme und verteidige deine Ehre. Oh, du wärst mein treuer Schutzhund, Schatz. Semper Fi. Semper, Semper. Du bist immer treu. Dabei kann ich echt gut auf mich selbst aufpassen. Und jetzt setz dich richtig hin, du Provinzler. Ekelhaft. Ach du Scheiße. Alter. Was ist das denn passiert? Eric Opferkammer. Junge, was ist denn da passiert gerade? Oh mein Gott. Jason. Jason, bist du da? Ich dachte, du wärst tot. Ich dachte, du wärst tot. Nicht rummachen. Na. Wer kommt da? Da. Ja. Eric. Ja. Und der kommt natürlich genau richtig. Ja, einmal leckt die mit dem rum, einmal mit dem anderen. Digga, tritt den da runter und gib ihm einfach This is Sparta. This is Sparta. Oh, oh, kein Akku mehr. Shit, sie funktioniert nicht. Colonel, sie müssen weg! Du auch, Nick, du wirst mitkommen! Komm schon, Rage! Ah, wie, oder wie schnell der rennt. Was hat man dem gegeben? Shit. Ich glaube, der ist der Pharao da unten, Alter. Da drüben! Der ist der Boss von allen. An das Tor! Junge! Wie schnell, der rennt mir noch in die Kamera rein. Tak, 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 tak. Zeig mir, wir müssen weg! Typ so eine Kraft, Alter. Schnell, bleib außer Sicht. Oh nein, jetzt nicht wieder dieser Punkt, Punkt. Oh nein, ich sehe schon, komm, jetzt nicht wieder dieses nicht bewegen, 100%. Das kann ich nicht gut, Digga. Bitte nicht. Ach du Scheiße. Nein, nicht diese Duck-Duck jetzt, bitte nicht. Oh nein. Ich schaff das nicht, sag's euch, so wie es ist, Freunde. Digga. Mir wird da immer schlecht, ne? Ich schwör's dir, mir wird immer schlecht, wenn ich von links nach rechts so gucke. Oh, bitte, Alter. Oh nein. Jetzt ist das noch schneller, ich schwöre, noch schneller. Tak. Ja. Siehst du? Ach, geil. Hallo, Hilfe! Nein, Digga, es ist voll schwer, dieses scheiß Drücken, Alter. Ist der so eine Maschine, der Typ?
Bruder, der muss helfen, Alter. Das ist dein Kollege, auch wenn er mit deiner... Oh, Digga, muss helfen. Oh mein Gott. Eric! Oh, oh. Tak, 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 tak. Junge, wie wichtig das war, Alter. Verdammt. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Wir feiern später. Jetzt weg hier. Ja, gut runtergeschmissen, ey. Junge, 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 was passiert hier schon wieder, Alter? Krank, ne? Also das Game voller Überraschungen, sag ich euch so, wie es ist, ey. Was hier alles passiert, Wahnsinn. Und jetzt wieder. Ich lebe noch. Hallo. Das ist jetzt wieder die Krankenstation, wo wir gerade waren. Als ob die sich gleich alle unten treffen und wieder eine Party machen, ey. Ist das Vieh jetzt weg? Ist wohl im Tunnel verschwunden. Er lebt noch. Jason lebt noch. Vielleicht sieht es ja doch gar nicht so schlecht aus. Vorhin. Danke für Ihre Hilfe. Er sieht aber auch nicht so gut aus. Eine Hand wäscht die andere. Okay, suchen wir Kolchak. Am Ende sind die alle schon infiziert und verwandeln sich gleich. Worauf wartest du? Eine Extra-Einladung? Gehen wir! Es ist Zeit. Es ist ganz sicher noch nicht Zeit. Wir müssen es ihm sagen. Was? Nick, hör zu. Nein, nein, du hörst zu. Aber wie kann man denn... Wenn ich hier unten sterbe, dann wenigstens als ehrlicher Mann. Ich mein's ernst. Rachel, du wolltest es ihm bei Zeiten sagen. Du musst es ihm jetzt sagen. Macht auf jeden Fall Sinn. Ja, auch noch genau jetzt. Du trägst keinen Ring, weil deine Ehe schon vor einem Jahr zerbrach. Genau jetzt muss man so ein Thema besprechen. Es ist Zeit. Dann erklär's uns mal. Jetzt? Ist das dein Ernst? Ja, jetzt ist vielleicht die letzte Chance. Schön. Eric, du und ich, wir hatten was Besonderes. Aber das ist sehr lange her. Ich liebe dich. Man merkt ihm das an. Ich liebe dich. Ich liebe dich. Ich liebe dich noch, Rage. Bleib da! Ich wähle doch nicht. Ich weiß nur, was das Beste für mich ist. Ich hatte ein Ziel. Ich habe mir ein Leben aufgebaut. Aber das Leben ist komisch. Heute warst du der Mann, in den ich mich einst verliebt hatte. Als du das Seil gehalten hast. Kurz aktualisiert, Eric fand heraus, dass Rachel sich mit Nick trifft. Rachel beendete ihre Beziehung zu Nick, um mit Eric zusammen zu sein. Was? Du bist immer für mich da. Versuchen wir es nochmal. Nach allem, was er dir angetan hat? Das ist es ja. Ich kann nicht vergessen, was war. Ich würde es bereuen, dir keine Chance zu geben. Ich will nichts mehr hören. Reiß einfühlsam. Tut mir leid, Mann. Sorry, ich würde sagen, tut mir leid, Mann. Tut mir leid, dass es so kam. Ich verstehe. Colonel? Ma'am? Boah, er tut mir echt leid jetzt, Alter. Suchen wir Kolchak. Danke. Und ja, Freunde. In die unbekannte Höhle. Steigen wir beim nächsten Mal gemeinsam runter. Das war's an der Stelle vom nächsten House of Ashes Let's Play. Ich hoffe, euch hat's gefallen, Freunde. Ich bin leider immer noch angeschlagen. Ich denke mal, direkt morgen wird die nächste Folge kommen. Ich schau mal, wie ich das machen werde. Es wird direkt die nächste Folge im Anschluss kommen.
morgen an meinem Geburtstag, 11.11. oder vielleicht am 12.11. Ich gucke einfach mal, wie es mir gehen wird. Und kommende Woche, wenn ich hoffentlich wieder komplett gesund bin, dann werde ich auch mit GTA starten hier auf dem Kanal. Wir haben jetzt leider ein bisschen alles nach hinten verschieben müssen, weil ihr wisst ja, ich wollte eigentlich noch die Call of Duty-Kampagne bringen. House of Ashes wäre schon längst vorbei. Und jetzt am 11.11., also morgen, wäre GTA gestartet an meinem Geburtstag. Aber was soll man machen, Freunde? Soll nicht so sein. Deswegen geduldet euch noch und wir starten mit GTA Remastered die Tage, denke ich mal. Vielleicht, wenn irgendein Wunder geschieht, mache ich das doch morgen oder übermorgen. Lasst euch überraschen. Ich verabschiede mich aus dieser Folge. Lasst einen Daumen nach oben da. Euer Rille Peter Ernestos ist raus. Danke an eure gute Besserungswünsche und danke auch an alle Geburtstagsglückwünsche, falls jetzt schon einige unter diesem Video kommentieren. Ich verabschiede mich, Leute. Macht's gut. Haut rein und ciao.